Der Nachmittag ist schon weit fortgeschritten. Ich stelle deshalb auch nur diejenigen sehr kurz vor, die noch nicht hier auf dem Podium waren. Das ist zum einen, fang rechts an, Professor Thomas Schildhauer, Professor an der Universität der Künste und das ist, denke ich, in diesem Zusammenhang besonders wichtig, designierter Gründungsdirektor des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Uni. Dann, sehr zu meiner Freude, zu meiner Rechten sitzt Monika Hagedorn-Saupe, Professor Monika Hagedorn-Saupe. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung, aber ich finde, am besten beschrieben wird sie immer so, wie ich sie gerne nenne, als Handlungsreisende in Sachen Kultur. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der in so vielen Gremien, an so vielen Stellen so beharrlich für die Kultur streitet wie Frau Hagedorn-Saupe. Zu meiner Linken Anja Horstmann, Historikerin aus Bielefeld. Und wenn ich das als kleine persönliche Anmerkung noch anfügen kann, ebenso wie ich aus Minden in Westfalen. Wem gehört das kulturelle Erbe? Das ist irgendwie eine sehr große Frage. Wir haben viel darüber gehört, wie sich verschiedene Akteure in dieser digitalen Welt um das kulturelle Erbe kümmern. Ich fange mal an mit damit, dass ich die hier auf dem Podium Sitzenden einfach mit einer kleinen Eingangsfrage um ein Statement bitte und denke, dass wir dann dadurch in eine Diskussion auch mit dem Publikum kommen. Max Senges, gehört das digitale Erbe Google? Das glaube ich nicht. Wir sind ja ein Plattform-Provider und insofern sehen wir uns eher in der Rolle, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um es zugänglich zu machen. Ich denke oder würde den Aspekt einbringen wollen, dass wir an einer Zeitenwende stehen. Früher war das kulturelle Erbe knapp, beziehungsweise der Zugang dazu war knapp. Das verändert sich mit der Digitalisierung und dem Netz. Diese Knappheit besteht eigentlich nicht mehr. Wenn es ein Bibliotheksexemplar gibt, dann kann das genau eine Person ausleihen. Auf Europeana, Google Books oder allen vergleichbaren Plattformen können es sich alle Leute gleichzeitig angucken. So viel zur Zukunft, wenn es um die bestehenden Güter geht und darum, wie da der Zugang zu organisieren ist, etc., finde ich sehr interessant. Die Arbeiten von Elinor Öström, einer Ökonomie-Nobelpreisträgerin, die als Common Pool Resource sich Gedanken darüber gemacht hat, sehr viel geforscht hat, wie in wüstenartigen Umgebungen Wasserressourcen damit umgegangen wird oder mit Fischereigründen etc. Also unter Beteiligung aller der relevanten Akteure das auszuhandeln und entsprechende Zugangsmechanismen zu schaffen. Herr Schildhauer, ich gehe gleich weiter zu Ihnen. Was denken Sie denn, was bedeutet Internet und was bedeutet die digitale Realität dafür, wie heute kulturelles Erbe entsteht und was hat sich dadurch geändert? Na, besonders bemerkenswert finde ich, dass wir durch die eben der auch schon nochmal angedeuteten Plattformen die Möglichkeit haben, heute Kulturgüter ganz anders zu erstellen. Also vieles wird viel kollaborativer heute schon generiert. Wir erleben halt beispielsweise von der Seite jetzt der Universität der Künste sehr eng in Zusammenarbeit mit unseren Musikern, dass hier einfach auch Kulturgut im musikalischen Bereich heute viel schneller einer Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, viel schneller auch
kooperativ und kollaborativ verarbeitet wird. Und damit entsteht sozusagen von vornherein eine andere Form der Generierung von Kulturgut. Und es entsteht sofort zeitgleich fast der Zugriff, den der Max eben auch beschrieben hat, auf dieses Kulturgut. Und das ist einfach ein Paradigmenwechsel, mit dem wir derzeit auch in der Forschung versuchen umzugehen, indem wir halt all die Faktoren, die da eine Rolle spielen, natürlich auch die Frage, wem gehört das dann, was wir hier noch weiter diskutiert werden, als ein wesentliches großes Fragezeichen, mit dem wir uns auseinandersetzen. Vielen Dank, Frau Hagedorn-Sauppe. Wie sieht das aus? Gehört nicht das kulturelle Erbe den Institutionen, die das so lange bewahrt haben, das so lange geschützt haben? Und ist es nicht irgendwie ungerecht, wenn jetzt plötzlich ganz neue kommen und damit ganz neue Sachen probieren und das in neue Zusammenhänge stellen? Wie positionieren sich denn die traditionellen Institutionen in diesem Prozess? Naja, das kulturelle Erbe gehört uns allen und wirklich uns allen und nicht nur den Kulturerbeeinrichtungen. Aber um den Namen der Ehre zu tun, Kulturerbeeinrichtungen in dem Fall, also unsere Aufgabe ist es, die Dinge zu bewahren und zu erhalten, sodass sie auch nachfolgenden Generationen noch zugänglich sind. Und das stellt die Kultureinrichtungen in ziemlich große Herausforderungen. Zum einen der Aspekt der neuen Möglichkeiten mit der Zugänglichmachung, die wir wollen, denn an sich Kulturerbeeinrichtungen, Bibliotheken, Museen sind öffentlich für alle. Das ist so. Die Archive sind in der Regel zugänglich für alle, vorausgesetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben das. Und mit der Digitalisierung haben wir da deutlich erweiterte Chancen, diesen Zugang zu ermöglichen. Neues Kulturgut, das gleich digital entsteht, tut natürlich dann die Kulturerbeeinrichtungen vor ganz andere Herausforderungen stellen. Jetzt muss man sich überlegen, wie bewahrt man diese direkt genuin digitalen Elemente. Also von daher denke ich, es ist eigentlich keine Frage, wem es gehört, das ist klar. Die Frage ist, wie kann man es am besten bewahren? Wie kann man es am besten zugänglich machen? Und wie steht es im Kontext der politischen Erwartungen, die an uns auch durch unsere Träger und durch die Politik gestellt werden? Das Bundesarchiv hat, Sie haben ja gerade eine ganz schöne Geschichte erzählt darüber, wie nicht Scheitern als konstitutives Element für Erfolg gelten kann, sondern dass auch im Umkehrschluss Erfolg, nämlich eine unglaubliche Verbreitung von Bildern, dazu führt, dass ein Projekt scheitert, weil ein solcher Missbrauch dadurch offensichtlich wird. Was denken Sie, was heißt das letztlich, wenn Sie mal von Wikipedia abstrahieren? Was bedeutet das für die Zugänglichmachung von Kulturgut? Ist es einfach gefährlich, zu erfolgreich zu sein und den Zugang zu den Schätzen in den Archiven zu leicht zu machen, weil man dann zu viel Schwierigkeiten kriegt? Oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir solche Schwierigkeiten haben, ob nun mit Wikipedia oder mit anderen Partnern oder auch nur alleine? Wir sehen uns ja in erster Linie, genau wie Frau Hagedorn-Sauppe gesagt hat, als Informationsbewahrer und Vermittler. Wir bewahren und ermöglichen den Zugang zu Kulturgut, zu historischen Dokumenten. Das ist unsere erste Aufgabe. Das haben wir in erster Linie natürlich über unsere eigene Webseite gemacht, machen wir auch in Zukunft. Und die Konsequenz aus dieser Kooperation mit Wikimedia wird jetzt nicht sein, dass wir nicht mehr ins Netz gehen, ganz im Gegenteil. Es wird, das hat mir der Präsident nochmal ausdrücklich aufgetragen zu sagen, es wird ein digitales Bundesarchiv geben. Wir werden also nicht nachlassen in unseren Anstrengungen, Archivgut online zu stellen. Da haben wir bisher natürlich keine Zahlen, die mit Google konkurrieren können, aber 2 Millionen digitalisierten Seite Akten, 180.000 Fotos sind schon mal was und das werden wir weiter tun. Denn es ist unser gesetzlicher Auftrag. Also wir haben den Auftrag, Archivgut zu sichern, zu bewahren, nutzbar zu machen. Gut, dass die wissenschaftliche Verwertung da so ein bisschen unter die Räder kommt, angesichts des Zuspruchs, der uns ja dann noch freut. Das ist dann so. Wir werden allerdings etwas
zurückhaltender sein, was den Umgang mit urheberrechtlich oder rechtlich problematischem Material angeht. Da werden wir natürlich Konsequenzen aus diesem Projekt ziehen, das ist ganz klar. Denn es ist ja nicht nur das Urheberrecht, sondern es ist halt auch Persönlichkeitsrechte, die durch Akten betroffen sind, selbst durch Findmittel, also durch die Hinweise, wie man diese Akten finden kann. Selbst das kann rechtlich problematisch werden. Da werden wir vorsichtig agieren, das ist klar. Aber wir werden auf keinen Fall den Zugang erschweren oder jetzt auf einmal sagen, wir gehen nicht mehr ins Netz oder das auf keinen Fall. Vielen Dank. Frau Horstmann, als Historikerin, wie beurteilen Sie das? Sie sind gewohnt, sehr kritisch an Quellen zu gehen, Authentizität zu prüfen, und Sie hatten in der Vergangenheit da im Grunde bewährte Partner, das waren die Archive, da konnten Sie hingehen. Das war nicht immer leicht, das haben Sie auch beschrieben, aber das hatte doch eine gewisse eingespielte Routine. Mit einmal sind Sie auch und gerade durch das Netz mit einer Vielzahl von Quellen, aber auch mit ganz neuen Möglichkeiten des Zugangs konfrontiert, bei denen diese eingespielten Mechanismen der Überprüfung der Quellen gar nicht mehr funktionieren und vielleicht auch gar nicht funktionieren können. Wie gehen Sie damit um? War es nicht vielleicht eine gute Zeit, als das kulturelle Erbe den Archiven gehörte und man sicher sein konnte, dass das, was Sie einem darüber sagten, auch stimmt? Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig. Also ich spreche jetzt mal frecherweise für die Historikerschaft, dass wir uns da auch neu positionieren müssen, was das anbetrifft. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass, wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und etwas, was ich brauche, in digitalisierter Form vorfinde und mir schon mal Gedanken darüber machen kann. Auf der anderen Seite bleibt dann tatsächlich immer noch so ein Rest von, ich möchte auch gerne das Original sehen. Ich möchte bei Fotografien zum Beispiel auch die Rückseite sehen. Ich möchte das anfassen. Ich möchte wissen, was da noch alles drumherum ist und möchte mich nicht darauf verlassen, was durch technische Strukturen ins Netz gestellt wurde. Und auf der anderen Seite auch noch, das haben wir vorhin bei dem Vortrag über das Bildarchiv gehört, was passiert, wenn es halt in falsche Richtungen geleitet wird oder wenn der Geist erstmal aus der Flasche rausgelassen ist, wo kann man all die Sachen wiederfinden? Und wenn ich dann auf einer obskuren Seite etwas finde, was mich eigentlich interessiert, dann muss ich mir ja schon fast immer über die Schulter gucken, dass keiner hinter mir steht und sieht, auf was für komischen Seiten ich da jetzt gerade surfe, sondern tatsächlich würde ich jetzt von mir aus sagen, vertraue ich dann doch eher dem Archiv. Also, dass ich gerne in dieses Gebäude reingehen möchte und einen Aktendeckel aufschlagen möchte, weil ich weiß, also das ist jetzt erstmal das, was ich auch dann haben wollte, was ich mir gerne anschauen wollte, und es ist noch nicht vorgeformt durch Digitalisierungsprozesse. Vielen Dank. Herr Becker, an Sie die Frage. Was müsste passieren, oder was glauben Sie, was müsste gemacht werden, damit der Zugang zum kulturellen Erbe, zu dem, was an kulturellem Erbe vorhanden ist, durch das Netz auch in Zukunft oder in Zukunft besser gesichert und besser möglich ist? Ja, ich würde sagen, da müsste mal viel passieren. Also es wurde vorhin angesprochen, das Kulturerbe gehört oder soll uns allen gehören. Das stimmt schon mal natürlich nicht. Heute Vormittag wurde dankenswerterweise von Till Kreuzer die Frage von Intellectual Property Regimes angesprochen. Also sozusagen Zugangsbeschränkungen haben sehr viel damit zu tun. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht so in den Vordergrund stellen. Ich habe selber über viele Jahre zu diesem Thema auch publiziert und Veranstaltungen gemacht. Es langweilt mich inzwischen schon. Tatsache ist, dass diese Werke der Klassik, die wir heute teilweise angesprochen bekommen haben, heute gar nicht mehr produziert werden können nach den neuen Copyright-Gesetzen, weil Shakespeare hat noch seitenweise aus Ovid zitiert, Beethoven, alle haben geklaut, wie es nur geht. Ja. Die berühmtesten Werke der Rap-Musik aus den 80er Jahren könnten heute nicht mehr produziert werden, so, weil die Copyright-Regimes verschärft worden sind. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr mein Thema, sondern wenn wir sozusagen über dieses Kulturerbe sprechen, wem das gehört,
Also soweit ich das Erbrecht kenne, gibt es auch die Möglichkeit, ein Erbe auszuschlagen. Ich würde mal in die Richtung argumentieren, weil die Frage ist, was für eine Suppe wird hier angerührt? Ja, sind sozusagen die Liabilities größer als die Assets oder umgekehrt? Wie konstituiert sich dieses Erbe? Das wird sozusagen auch bei dieser Veranstaltung aus meiner Sicht nicht ausreichend angesprochen. Ich selber habe in verschiedenen Funktionen schon mit Datenbanken zu tun gehabt, sowohl in der Umsetzung als auch in der Beratung. Ich habe sehr vielen Leuten abgeraten von Datenbanken, beziehungsweise habe ich sehr viele dieser Projekte scheitern gesehen, vor allem dann, wenn sie sich mit lebendigen Dingen beschäftigt haben. Ich interessiere mich mehr für lebendige Kultur als für tote Kultur, muss aber feststellen, dass sich eigentlich tote Käfer für Archive am besten eignen. Also wenn wir zum Beispiel in Naturkundemuseen schauen weltweit, dann werden wir ganz große Sammlungen von toten Käfern finden. Ganz einfach deswegen, obwohl die Käfer im Vergleich zu den anderen Spezies nicht mehr vertreten sind, sondern im Gegenteil weniger. Schlicht und einfach deswegen, weil Käfer einfach zu sammeln und zu kategorisieren sind. Deswegen wird sozusagen, gibt es eine Welt halt aus toten Käfern. Das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Ich merke, dass sozusagen da wurden technische Lösungen angeboten. Diese technischen Lösungen mögen jetzt gut funktionieren oder auch nicht. Ich sehe, also ich meine, ich bin bei vielen auch akademischen Konferenzen und merke, dass sozusagen die entsprechenden Interessensgruppen sich immer ein Forum verschaffen können, wie hier zum Beispiel auch eine große Firma wie Google. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass sozusagen meine kritischen Betrachtungen eine derart derbe sozusagen Pflegelei ausgelöst haben, was mich sehr gefreut hat, weil das meine These unterstützt, dass Google böse ist. Ja. Darf ich jetzt, Entschuldigung, ich muss einfach auf eine gewisse Gerechtigkeit der Beiträge antworten, aber ich möchte das einfach nutzen, um eine Bitte zu äußern, die sich jetzt an alle richtet. Es hat, glaube ich, keinen Zweck, in sozusagen nach religiösen Kategorien von dem Bösen oder dem Guten an sich zu reden. Google sagt von sich selbst, dass sie nicht evil sind, deswegen spreche ich darüber. Ja, ich weiß, ich verstehe auch die Anwendung, sondern das, die Andeutung, sondern das, worum es doch gehen muss und worüber wir hier sprechen sollen, sind ganz konkrete Dinge, die getan werden oder nicht getan werden und ob die richtig sind oder falsch sind. Ich möchte deshalb sozusagen nochmal den Bogen zurückschlagen. Wir hatten hier angefangen mit der Analyse, dass es für diese Frage, wie geht man mit kulturellem Erbe in der digitalen Welt um, plötzlich drei verschiedene Akteure gibt, die dort auftreten. Das ist etwas wie Wikipedia, etwas aus der Zivilgesellschaft entstehendes, ganz Neues, ganz Dynamisches. Das ist plötzlich etwas Kommerzielles wie Google und das sind die traditionellen Institutionen. Wir haben eben von Frau Horstmann gehört, dass sie dann doch ganz gern nochmal in ein Archiv geht und guckt, ob das wirklich zwischen den Aktendeckeln ist. Mich würde jetzt interessieren, also gerade nach dem, was wir die zwei Tage hier gehört haben, wie muss sich das Selbstverständnis oder wie ändert sich das Selbstverständnis der Akteure, die in diesem Prozess beteiligt sind? Wie muss es sich ändern? Wie hat es sich geändert und wie wird es sich ändern? Ich könnte das gleich Frau Hagedorn-Saupe fragen, auch Frau Horstmann fragen und ich würde das vielleicht als so einen Vorschlag für Fragen auch ans Publikum dann geben. Ja, es gehört doch uns allen, das kulturelle Erbe, natürlich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Das hatte ich vorhin schon so gesagt, aber unser Ziel war es und ist es, Zugang zu geben. Und die neuen technischen Möglichkeiten und diese Plattformen erlauben uns da ganz etwas anderes als das, was früher möglich war. Dass man das Original gerne sehen möchte, und das ist unbenommen und gilt sowohl für die Archivalie wie auch für das Museumsobjekt. Aber in vielen Fällen
geht es gar nicht, weil es am anderen Ende der Welt ist oder sonst wo. Und die Chancen, die man damit hat, die wiegen so viel auf gegenüber dem, was man verliert, wäre meine Antwort an Frau Horstmann, dass ich denke, dass wir ganz stark in diese Richtung arbeiten müssen. Aber diese Frage dieses Zugänglichmachens ist etwas, was eine ganze Menge an sowohl technischen, organisatorischen Herausforderungen an uns stellt, die wir uns stellen müssen und wo es eine ganze Menge auch Gemeinsamkeiten gibt, mehr als die es früher für die einzelnen Sparten gegeben hat. Und von daher sehe ich hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo man in neuen und verschiedenen Kooperationen dieses voranbringen kann, dieses zugänglich machen. Ne? Denn natürlich hat jeder unterschiedliche Interessen und klar interessiert man sich je nach eigenem Thema, eigener Fragestellung für andere Dinge. Und von daher ist eben auch ein breiter Zugang wirklich notwendig. Ich bin ganz überrascht. Alle wollen dazu was sagen. Frau Horstmann, Sander und Herr Schildhauer, in der Reihenfolge der Meldungen. Genau, also ich finde es gut, dass Sie das nochmal so breit ausgeführt haben, um mich selber nochmal zu korrigieren, wenn es so angekommen ist, als ob ich generell gegen Digitalisierung wäre. Das sollte es natürlich nicht. Also das meinte ich damit, dass ich ja vor Freude vom Schreibtischstuhl falle, wenn ich was Schönes finde im Internet. Trotzdem bleibt da immer noch dieses kleine Unbehagen. Und ich glaube, dass vielleicht bin ich auch noch von der konservativen Warte der Historiker, was das anbetrifft, dass meine Studenten zum Beispiel einen ganz anderen Blick darauf haben. Für die ist das schon viel selbstverständlicher. Aber die Zugangsmöglichkeiten, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist es einfach, was es ausmacht. Aber wenn ich dann zum Beispiel, heißt es ja, Digitalisierung, ist das ein neuer Weg zum Kulturerbe? Da würde ich schon fast sagen, vielleicht ist es eher einfach nur ein anderer oder ein zusätzlicher Weg. Also der mit genauso vielen Beschränkungsmöglichkeiten, Selektionsmechanismen, Deutungshoheiten und so weiter ausgestattet ist, wie die üblichen Wege, die wir vorher auch schon hatten, auf der anderen Seite auch Potenzial birgt, was natürlich nicht zu vergessen ist. Ja. Herr Sander? Ja, also ich denke, dass sich dann gerade bei Archivaren in den letzten Jahren das Selbstverständnis deutlich geändert hat. Also dieser Eichhörnchen-Archivar, ich habe die Nuss, verbuddel die und keiner kommt dran. Das mag es noch in Einzelfällen geben, aber das ist mit Sicherheit nicht mehr die große Gemeinschaft der Archivare. Also die Herangehensweise von Archivaren ist eine andere. Also wir definieren nicht über den Besitz unseren Lebenssinn und Zweck, sondern über die Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung. Also insofern kann ich dem deutlich nicht zustimmen. Wollte ich was nicht zustimmen? Ihrer These, dass wir als Archivare versuchen, möglichst viele Zugänge zu errichten und dann letztendlich keinen dranlassen wollen. So habe ich Sie verstanden. Keinen dranlassen, das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe nur gesagt, dass es eine Problematik gibt, wie sich Sammlungen konstituieren nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die aus meiner Sicht problematisch sind. Na gut, das ist bei uns relativ einfach. Wir kriegen das, was die Ministerien produzieren. Also das ist eine recht einfache Gesetz... Ein recht einfaches Gesetz und wir haben dann die Aufgabe, das entsprechend zu bewerten und zur Nutzung bereitzustellen. Das Schöne ist, in der Tat ist es ein zusätzlicher Weg. Was Sie schon gesagt haben, es ist ja nicht der ausschließliche Weg, wir werden die Sachen nicht ausschließlich digital machen. Das heißt, die Lesesäle bleiben weiter geöffnet. Es ist ein zusätzliches Angebot und in der Tat ist es ein einfaches Angebot. Früher, jeder, der nach Koblenz fahren musste, so schön die Stadt ist, aber es ist natürlich schon ein gewisser Weg, um da Fotos anzugucken. Das ist ja schön viel einfacher, wenn ich jetzt nicht mehr bis zum Bahnhof, sondern nur noch bis zu meinem Schreibtisch muss und da zu schauen. Es ist einfach ein zusätzliches Angebot. Es wird aber kein exklusives sein. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir andere Rollenverhältnisse bekommen werden. Das heißt also, die Kultureinrichtungen mehr als diejenigen, die Qualität sichern, die so eine Art Filterprozess herstellen, weil das Privileg, irgendwo hinzufahren und zwischen Aktendecke zu gucken, das wird halt Einzelnen möglich sein. Nicht? Also das ist ihre Profession, finde ich auch völlig in Ordnung, auch den Anspruch. Aber das sollte doch letztlich dann so sein, dass wenn sie das tun, es möglichst eben auch eine Ausspielung dann in die ganze Welt hat, die daran letztlich auch teilhaben könnte. Und da sehe ich eine Riesenchance. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie durch die neuen digitalen Möglichkeiten und Produkte
ganze Emerging Länder wie, ich sage jetzt mal Afrika oder andere, die Möglichkeit haben, schon in den Schulen durch eine völlig andere Versorgung mit Informationen auf Kulturgüter, die sonst nur den privilegierten westlichen Staaten vorbehalten waren, Zugriff zu nehmen. Dann ist das einfach eine Riesenchance, aber auch eine Aufgabe, die wir gerade in diesen Ländern, in denen wir aufgewachsen sind, finde ich, auch mitnehmen. Und da finde ich, wenn wir darüber sprechen, welche Rollen wir haben, da kommen eine sehr große, wichtige Funktion den Archiven, den Historikern zu, das eben auch sicherzustellen und die Qualität zu sichern. Wenn ich da kurz anschließen darf, also den zusätzlichen Einstieg würde ich auch sehen. Ich denke, es gilt dasselbe wie bei Wikipedia. Es ist ein guter Anfang, aber eben nicht das Ende einer Recherche, gerade wenn es um Objekte und anderes geht, ist nochmal was ganz anderes, das richtige Objekt zu haben. Um auf diesen Umbruch noch ein bisschen näher einzugehen, ich glaube, wir haben uns lange immer mehr spezialisiert, immer genauere Experten für Dinge geschaffen, die dann jetzt langsam so in ihren eigenen Welten, und da denke ich, gibt es eben zum Beispiel gewisse Vorlieben für gewisse Objekte, die sich gut kategorisieren lassen, das würde ich unterschreiben. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zusammen? Also wie bringen wir die Kompetenz, die Technik zu organisieren, zusammen mit der geisteswissenschaftlichen Verständnis und dem archivierenden Verständnis? Also wie schaffen wir es, die Schnittstellen und eine Sprache zu schaffen, dass so ein Austausch überhaupt möglich ist? Und es kommt noch, wenn ich gerade mal anschließen darf, es kommt noch ein Aspekt dazu, den wir alle neu lernen, aber auch neu vermitteln müssen. Das ist nämlich, wie beurteile ich die digitale Qualität? Also wie beurteile ich das, was da ist? Das ist etwas, was auch unsere Studenten und wir alle aber auch neu lernen müssen. Ja, also das, genau daran habe ich auch gedacht. Ich stelle mir gerade die Frage, und dann möchte ich aber auch ins Publikum öffnen, wird die Verantwortung der traditionellen Institutionen, der Archive, nicht in der digitalen Welt viel größer? Weil wenn, um dieses Beispiel aus dem Bundesarchiv zu nehmen, wenn Herr von Witzleben nicht nur auf Wikimedia und nicht nur auf der Website des Bundesarchivs zu finden sind, sondern überall und überall verstümmelt, retuschiert oder sonst wie, dann ist doch der Bedarf daran, eine Quelle zu haben, auf die man sich wirklich verlassen kann, größer und nicht kleiner. Oder wie sehen Sie das? Ich will mal ins Publikum eröffnen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage in eine andere Richtung geht. Ja, es geht eigentlich genau in die Richtung. Es gibt eine High-Level-Expert-Group, die gerade einen Bericht veröffentlicht hat, einen Report, Riding the Wave, und da geht es um die Nachnutzung von Forschungsdaten. Und das größte Problem dabei ist nicht die Technik, sondern Trust, also das Vertrauen in das, was man da gefunden hat. Und das ist für mich, Frau Horstmann, eigentlich genau die Frage. Wenn Sie sagen, Sie gehen lieber sozusagen in das Archiv, in das Gebäude, dann stellt es mir die Frage, aha, woraus begründet sich das Vertrauen in das Gebäude, was Sie in der digitalen Welt nicht haben, und wie können wir da hinkommen, dass Sie mit demselben guten Gefühl, mit derselben Sicherheit eigentlich dann sagen, nein, mir reicht auch, vielleicht nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen, das digitale Abbild, weil ich genau dieses Vertrauen da reinsetzen kann. Und ist das eine Herausforderung für die Kultureinrichtung letztendlich, sich dazu Gedanken zu machen, wie man tatsächlich dann das Vertrauen, was sie genießen, innerhalb ihrer Gemäuer sozusagen in die digitale Welt übertragen können? Das wäre eine Frage direkt an Frau Horstmann, denke ich jetzt. Und dann vielleicht... Genau die Frage habe ich mir eben auch selber, ist mir selber durch den Kopf geschossen, woher nehme ich meine Sicherheit, dass das, was im Archiv liegt, alles so seine Richtigkeit hat, weil ich ja selber weiß, wie Selektionsmechanismen und Macht und Wissen und Herrschaft und so weiter funktioniert im Archiv. Oder selber mir Gedanken darüber gemacht habe. Und ist mir nämlich durch den Kopf geschossen, als ich mich gefragt habe, wenn es eine gesicherte Quelle gibt, auf die man vertrauen könnte im Internet, das wäre jetzt zum Beispiel Bildarchiv vom Bundesarchiv, einfach nur weil Bundesarchiv draufsteht, dass ich dann automatisch denken würde, das ist dann schon richtig. Also das ist,
ist tatsächlich, also finde ich, einen sehr guten Blick nach vorne. Wie lange braucht es, um dass sich bestimmte Strukturen etabliert haben, dass Vertrauen sich dann auch gesetzt hat? Obwohl das Bundesarchiv ja das Internet gerade genutzt hat, um die vielen Fehler auch zu finden. Das finde ich dann auch einen ganz interessanten Effekt. Ja. Aber ich glaube, Sie wollten auch noch zum Thema Vertrauen im Netz sagen. Ja, also auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache, weil ich alle professionellen sozusagen Archivarbeiter hier ein bisschen in die Kritik bringe. Aber also ich habe es schon erwähnt, ich habe sehr viele Projekte dieser Art scheitern gesehen, offiziell und nicht. Das war meistens sozusagen gar nicht so toll. Ich habe auch bei, ich will jetzt keine Namen nennen, eben weil es nicht so toll ist, bei sehr renommierten Forschungsinstituten, die mit sehr viel Geld ausgestattet waren, gebeten, dass meine Daten aus diesem Unternehmen rausgezogen werden, weil das schlicht und einfach eine Verzerrung ist, die ich so nicht mitverantworten wollte. Was sehr offiziöse, hochgeachtete akademische Institutionen betrifft. Was da rausgekommen ist, war purer Quatsch. Aber was Sie mir sozusagen vorhin, weil ich habe das Gefühl, wenn ich über etwas über Google sage, wird mir das, dabei wollte ich was Positives über Google sagen. Es ist ja so, dass sozusagen auch die Mafia nur überleben kann, weil sie sozusagen etwas für die Witwen und die Waisen tut. Solange sie das nicht tut, wird sie auch ein Problem haben. Google ist auch deswegen für die Witwen und Waisen sehr wichtig, weil sie eine sehr gute Rechtsabteilung haben und man ohne das eigentlich als Künstler oder als jemand, der mit Content zu tun hat, gar nicht mehr arbeiten kann. Und insofern, also nur um ein konkretes Beispiel zu bringen, ich habe jetzt im Sommer eine mehrstündige Sendung gemacht im österreichischen Radio über elektronische Musikkultur, radikale Clubkultur seit den 70er Jahren. Tatsache ist, dass es überhaupt keine Archive gibt, um diesen aus meiner Sicht, ich mag da vielleicht allein sein, aber aus meiner Sicht ein wichtiges kulturhistorische Episode, die sozusagen auch noch Auswirkungen hat. Ich hätte diese Sendung nicht machen können, wenn ich nicht auf YouTube gegangen wäre und dort recherchieren hätte können, was inzwischen eine Art Volksbibliothek geworden ist. Viele von den Titeln habe ich früher mal selber gehabt, weil ich da ein bisschen großzügig bin, habe ich sie nicht mehr oder habe auch die Zusammenhänge mich nicht mehr alle erinnern können. Ich glaube, es muss viel mehr passieren und nicht viel weniger. Und sozusagen, auch da sind eben die Copyright-Probleme ein Thema, ja, aber eine tatsächliche Öffnung wäre sehr wünschenswert. So, Jens Best hat... Ich wollte auf die Frage von Herrn Glimmel zurückkommen, das Spannungsfeld Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat, genau, da war noch was mit dem Dreieck. Aber vorher zwei Bemerkungen, einmal eine Wissensergänzung für Herrn Becker. Ich denke, das mit den Käfern, also Insekten, also Gliederfüßer, ist wahrscheinlich deswegen so, weil das einfach die artenreichste Gruppe in der Tierwelt ist und das könnte vielleicht auch die Menge der archivierten Käfer erklären, einfach verhältnismäßig. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht, es gibt die naturwissenschaftlichen Archive und es gibt natürlich auch Obskuritätenarchive und ich glaube, unser allseits beliebter Hubert Burda hat ja ein Buch geschrieben über die Wunderkammern, also insofern auch die Frage, dass andere Sammlungsmethoden als das, was vielleicht der naturwissenschaftliche Mainstream als Sammlungsweg meint, einschlagen zu müssen, findet ja durchaus und ich glaube durch das Internet auch die Chance, entdeckt zu werden. Also deswegen bin ich sehr froh, dass ich habe jetzt leider den Namen von dem Kollegen vorne nicht verstanden, dass in der ersten Reihe, dass jemand anders als ich heute zu dem Thema Vertrauen kam und dem danach gestellten Element der Wissensregime, also wie erfahren wir Wissen und deswegen begrüße ich das, Frau Hausmann, als junge Vertreterin der Wissenschaft den neohaptischen Ansatz verkündet in den digitalen Zeiten, dass es also durchaus etwas hinter dem digital Beschriebenen gibt, was wir als Mensch erfahren können. Ich hoffe natürlich, dass diese Datenbanken dann auch ein Feld für Frau Hausmann haben werden, wo diejenigen, die Frau Hausmann vertrauen können als Wissenschaftler, die haptischen Beschreibungen von Frau Hausmann auch finden können und dann sagen, naja, muss ich mir diesen Käfer jetzt anschauen oder was auch immer Frau Hausmann sich anschaut oder spare ich mir das mit Koblenz und fahre woanders hin. Nichtsdestotrotz, weil die Welt wird physisch bleiben, auch wenn sie digital ergänzt ist und ich denke, in diesem Spannungsfeld werden wir viele neue Wissenswege finden. Jetzt Einleitung fertig und mein zweiter Teil ist viel kürzer, nämlich
Ich denke, dieses Spannungsfeld Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft, die Hauptaufgabe wird sein, dass wir die Zivilgesellschaft stärken müssen, dass wir aus den Zeiten herauskommen, wo Wissensregimeentscheidungen entweder vom Staat oder von wirtschaftlich Mächtigen beschlossen werden. Dafür muss die Zivilgesellschaft in ihrer Funktionalität und ihren Bildung gestärkt werden. Wenn das jetzt am Anfang in einem Dreieck passiert, Google macht ein bisschen was, Wikimedia macht ein bisschen was und die Bundesregierung schafft es auch irgendwann mal was zu tun, dann ist mir das für die jetzige Phase der Epoche okay. Ob wir in 10 Jahren fordern werden, dass Google entweder aufhört, sich einzumischen oder eine Stiftung zu werden, da reden wir in 10 Jahren drüber. Und insofern würde ich eigentlich lieber jetzt an der Sache arbeiten, als mich jetzt noch in alte Kämpfe. Wir werden nicht vergessen, wo jeder arbeitet und für wo jeder bezahlt wird. Aber das ist auch, glaube ich, heutzutage nicht der Hauptpunkt mehr momentan. Hoffentlich. Ein Statement ohne Frage, vielleicht jetzt eine Frage ohne Statement. Ohne Statement geht nicht. Also die zu dem Neo-Haptischen, also ich möchte nochmal eine Lanze brechen für das Original, denn es gibt ja doch eine wichtige Sache der Überprüfung der Authentizität, die nur über das Original möglich ist und den intrinsischen Wert von originalen Materialien, die nicht übertragbar sind bei der Konversion. Also es gibt schon zahlreiche Informationen, die man nur da finden kann. Und ich beobachte mit einiger Sorge, dass sie in der Politik dieses Zauberwort Digitalisierung meist so verstanden wird, dann ist unsere Sicherung geregelt. Also wir haben das digitalisiert und wir haben es für alle Zeiten bewahrt. Und die Nachhaltigkeit, die kommt ja meistens zu kurz. Also diese Frage, was entstehen da für Folgekosten aus solchen Projekten? Wie sieht die Langzeitsicherung aus des digitalen Erbes? Also so sehr ich diesen Enthusiasmus begrüße oder Strategien zur Digitalisierung, zur Zugänglichmachung, aber ich denke, das ist ein Problem, die Nachhaltigkeit. Und das andere Problem ist, und deswegen finde ich es gut, die Grenzen ab und zu überschreiten. Also wenn das Bundesarchiv sozusagen plötzlich Ärger auf sich gezogen hat, dann ist es notwendig in gewisser Hinsicht, denn es müssen ja Grenzen oder es müssen auch Defizite aufgezeigt werden, dass die neuen technischen Möglichkeiten sozusagen sehr viel weitergehend sind, als oder dass da Defizite in gesetzlichen Regelungen auch deutlich werden. Also zum Beispiel die Archive in der Ausübung ihrer Aufgabe nicht agieren können, weil sie starke Schranken gesetzt bekommen zum Beispiel. Und der Gesetzgeber ist natürlich gefordert, auch bestimmte Gesetze zu erlassen, um die Sicherung des Kulturguts auch zu ermöglichen. Und das bedeutet eben auch, Regelungen zu finden, urheberrechtliche Regelungen, die den Archiven gestatten, ihre Aufgabe auszuüben. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der einen Aufruf an den Gesetzgeber, das Urheberrecht im Sinne der Archive und Museen zu ändern, nicht unterschreiben würde. Ich glaube aber, dass wir die Diskussion darüber heute bis in den späten Abend führen können. Ich gebe jetzt mal nochmal an Max Senges, der wollte eben noch etwas sagen. Geht noch jetzt. Ich finde es ganz interessant, diese Suche nach dem Original ist ja so ein bisschen wie die Suche nach der einzigen Wahrheit oder der Lösung für Probleme wie das Urheberrecht. Also Foto ist dann ein Original. Sie wissen selber, wie viele Originale dann doch gefälscht waren. Und also ich glaube, es ist ein Ideal, das man anstrebt, eine möglichst gute Digitalisierung oder eine möglichst gute Prüfung der Qualität und der Quelle etc. zu haben, aber viel mehr eben auch nicht. Und ich glaube, es ist eben so ein gewisser deutscher Perfektionismus oder ein Perfektionismus da, ganz weit gehen zu wollen. Das finde ich gut und richtig, aber richtig voran. Also die low-hanging fruits sind eben erstmal diese Zugänglichmachung, wie Thomas Schildhauer es gemacht hat. Es ist schon so viel damit getan, wenn der Text lesbar ist und insofern zugänglich, ob man dann wirklich noch genau die Druckerschwärze und die Fehldrucke durch die Druckmaschine so und so. Man kommt da sehr tief ins Detail und ich glaube, diese 80-20-Regel, die ich dem Google-Ansatz beschrieben habe, generiert schon mal sehr viel Momentum und sehr viel Wohlfahrt und Benefits für die User und die Nutzer des Gemeinguts. Also
Ich denke, das ist ja auch gut, dass die Milieus dann doch unterschiedlich sind, dass, wie soll ich sagen, was für die anderen als Quick and Dirty AI ist, für die anderen irgendwie ein Inbegriff von Innovation ist. Ich denke aber in der Tat, dass die traditionellen Kulturinstitutionen schon eine ganz besondere Verantwortung auch haben, was Nachhaltigkeit von Archivierung angeht. Denn das sind einfach Fragen, damit beschäftigt man sich nicht, wenn man die nächsten Quartalszahlen oder den Jahresabschluss im Blick hat. Und Herr Sander wollte dazu auch noch was sagen. Genau, also zum einen Thema Authentizität. Gott, ich kriege es nicht über Lippen. Den Ruf, da seriös zu sein, muss man sich über lange Jahrzehnte erarbeiten. Ich denke, das haben wir Archivare getan. Da bin ich auch, Sie mögen es mir nachsehen, stolz drauf, dass wir diesen Ruf haben. Wir merken das auch immer wieder in Nachfragen nach dem Motto, Sie haben doch da aber geschrieben das, dann muss das doch auch so sein. In der Tat sind wir aber auch nur Menschen. Das hat allerdings nichts mit Fälschung zu tun, sondern mit Irrtümern auch bei der Betextung. Gefälscht wird im Bundesarchiv definitiv nicht. Was wir aber gewährleisten müssen, das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, ist eine Nachhaltigkeit. Also dass diese Dinge, auch Dinge, die wir jetzt im Moment als digitale Kopie nur als Nutzungskopie bereitstellen, dass die nachhaltig sind. Dass die also auch in 20, 30, 50, 100, 500 Jahren noch benutzt werden können. Das ist eigentlich für uns Archivare im Moment die Riesenherausforderung. Weniger bei den Stücken, die nur als digitale Nutzungskopie derzeit gemacht werden. Das ist relativ einfach, da haben wir das Original ja noch. Gut, bei fotografischen Materialien habe ich ein Problem, weil das habe ich dann in 100 Jahren auch nicht mehr. Das lässt sich aber lösen. Problem wird für uns sein, die jetzt nur digital entstandenen Unterlagen dauerhaft so zu archivieren, dass sie dann auch in 50 Jahren, Sie werden es noch erleben, diese Unterlagen, diese als Archivgut noch nutzen können. Das ist für uns im Moment, denke ich, die Riesenherausforderung, die dieses digitale Zeitalter stellt. Nicht, dass wir ins Netz gehen, nicht, dass wir die Sachen verfügbar machen. Da sind wir auf einem guten Weg. Da kann man natürlich mehr machen. Wenn man die Ressourcen hat, auf die wir immer neidvoll gucken, geht das schneller. Bei uns geht es ein bisschen langsamer, aber es geht auch. Im Prinzip haben Sie das gesagt, was ich sagen wollte. Ich würde es nur ein Stück weit ergänzen noch, um jetzt auch mal über Europeana zu sprechen, als der europäische Zugang zu digitalisiertem Kulturgut. Und dort wird pro Jahr eine Befragung gemacht und die Frage danach, wie wird Europeana eingeschätzt im Verhältnis zu konkurrierenden Unternehmen. Und der absolute Pluspunkt war die Vertrauenswürdigkeit. Die Vertrauenswürdigkeit, weil es Dinge sind, die aus den Kulturerbeeinrichtungen kommen, die eben ein hohes Vertrauen genießen. Und das ist etwas, und das haben Sie schon gesagt, das ist genau das, was ich sagen wollte, das braucht Zeit. Das dauert. Und meine, wenn wie Europeana das eben ein Zusammenschluss ist von den Verbänden, den Kulturerbeverbänden, die das Ganze tragen. Also wenn man weiß, es sind vertrauenswürdige Einrichtungen, die einem etwas anbieten, dann ist das schon ein Vertrauensvorschuss, der halt für die anderen erst noch erarbeitet werden muss. Auf der anderen Seite sind es dann vielleicht auch in den 50 Jahren, die ich dann nochmal dann erleben werde, vielleicht genau die Quereinsteiger, denen ich jetzt gerade nicht vertraue, die dann aber vielleicht auch nochmal wichtig werden. Das ist ja genauso wie mit den linken Archiven. Also am Anfang Privatpersonen sich gedacht haben, wir haben da was, das muss bewahrt werden. Und dann irgendwann kam auch mal die Wissenschaft drauf, das brauchen wir jetzt auch, wir müssen da mal nachgucken. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, die mir aber auch im Kopf rumgeht. Diese Quereinsteiger, wo ich mich manchmal ein bisschen grusel, im Moment, aber sind es nicht genau die, die dann später Bedürfnisse wecken, die dann erst aber auch sichtbar werden? Ich weiß ja nicht, welche Fragen Medienwissenschaftler, Soziologen, Historiker dann stellen werden. Ja, Herr Becker, jemand, der mit YouTube archivarisch umgeht. Naja, ich hallo? Ja. Zu dieser Vertrauenskrise, ja, also wir haben ja sozusagen schon eine Vertrauenskrise in den modernen Gesellschaften seit geraumer Zeit und momentan haben wir in der Finanzkrise, also Banken versuchen ja auch Vertrauen sozusagen, sonst geht das Geschäft nicht. Sie versuchen auch diese museumsartigen griechischen Portale, haben sie über lange Zeit. Ja, und jeder Banker weiß, wenn überhaupt erstmal die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit gestellt wird, dann ist der Kredit eigentlich schon am Ende. Ja. Und wir haben sozusagen hier jetzt zu tun, wenn ich höre, in diesem Archiv gibt es sozusagen
zig Millionen Bilder und es gibt aber nur 12 Mitarbeiter. Also ich habe diese Bemühungen von Ihrer Seite ganz toll gefunden. Ich weiß nicht, wo Sie die Kritik herausgehört haben. Nur es ist ganz klar, dass 12 Leute keine 12 Millionen Bilder sozusagen entsprechend bearbeiten können. Das heißt, in irgendeiner Form wird es hier maschinelle Lösungen geben müssen. Das heißt sozusagen eine Art von Kompetenztransfer von Mensch zu Maschine. Das ist auch ein Teil dessen, was die aktuelle Finanzkrise, weil da passiert genau das, ja, dass Maschinen sozusagen hier bestimmte Entscheidungen treffen müssen. Und das interessiert mich, die Authentizität, an die glaube ich schon lange nicht mehr, weil wir haben ja nicht gerade jetzt einen Kunstfälscher-Skandal hier in Deutschland gehabt. Ja? Also da blamieren sich ja die Experten mit ihrer Authentizität in einer Reihe, das ist ja eine Lachnummer seit Jahrhunderten. Gerade ist eine Leonardo-Ausstellung, wo keiner genau weiß, ist das Bild jetzt wirklich von Leonardo oder nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. Ach so. Ja, ich wollte nochmal ein Thema ansprechen, das mir persönlich am Herzen liegt und heute und gestern noch nicht zur Sprache kam, und zwar ist das die internationale Komponente. Wenn wir uns unterhalten, wem das kulturelle Erbe gehört, denke ich oft mal dran, ob wir uns nicht in einer Position befinden, wo wir es vielleicht im Rest der Welt auch schuldig sind, das, was wir als Europäer, als ehemalige Kolonialherren und so weiter besitzen, der Welt zugänglich zu machen, weil so manches, was in den Museen schlummert, haben wir uns auch vielleicht auf zweifelhafte Art und Weise angeeignet. Und die Digitalisierung kann da sehr gut dabei helfen. Wir müssen ja nicht die halbe Museumsinsel zurück nach Ägypten schiffen, aber wir können es ja digitalisieren. Und dann ist es für alle zugänglich. Ja. Ich möchte noch ganz kurz auf den Beitrag von Herrn Becker kurz vorher eingehen und eigentlich auch zu dem Thema Vertrauen noch etwas sagen. Als Archivar, wissenschaftlicher Dokumentar und eben auch als Community Manager, gerade der Community von Geisteswissenschaftlern, die mit dem Problem dieser Fälschungsskandale auch gerade zu tun hatten, möchte ich eigentlich persönlich dazu raten oder plädiere dafür, die Entwicklung von Bewertungskompetenz dem Vertrauen vorzuziehen. Das versuche ich auch meiner Community immer wieder beizubringen, und das sind Kunsthistoriker hauptsächlich. Der Hinweis auf, was können wir sozusagen als Europäer oder welche Aufgaben haben wir und welche Verantwortung. Ich hatte vorhin ja schon darauf ausgeführt, dass ich glaube, wir haben eine große Verantwortung. Wir können das auch der Welt zum Nutzen stiften. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch in dem gleichen Zusammenhang natürlich darüber Gedanken machen, dass wir damit in einer bestimmten Führungsposition sind, auch die kulturelle Abbildung der Welt quasi mit zu bestimmen. Und das wiederum, finde ich, damit müssen wir uns auch gesellschaftlich auseinandersetzen. Nicht, wenn wir wissen, dass also überwiegend die Menschen, die in Wikipedia Artefakte einstellen, aus den westlichen Hemisphären kommen, der Abruf dann aber nachher ermöglicht wird in den Ländern, die also als die sogenannten aufsteigenden Staaten immer mehr auch Wissensartefakte dann lesen werden, von Menschen, die vielleicht als Besucher in ihrem Land waren und das als ihr Kulturgut dann sozusagen in der Schule lernen, dann merken wir, dass wir durch diese ganzen Prozesse, über die wir jetzt hier reden, ganz andere Rollen und auch ganz andere Grenzen haben werden der Verantwortung. Nicht? Und so möchte ich das einfach unterstützen, was Sie auch gesagt haben. Ich finde, auch darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und das ist halt auch eine wichtige Aufgabe der Kultureinrichtungen, die wir haben, weil die halt über Jahrhunderte gelernt haben, mit solchen Dingen umzugehen und die Qualität eben zu sichern. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Herr Kilfer, einen Tucken eher. Ich möchte nur ganz kurz noch mal was aus einer Laienperspektive beitragen, weil ich weder Archivar noch Wissenschaftler bin. Ich finde es gut, dass Sie über rechte Fragen diskutieren, aber Sie müssen vielleicht immer ein bisschen im Blick behalten, dass das sogenannte breite Publikum da draußen vor allem zwei Fragen hat: Zugang und Zeit. Es möchte möglichst ungehinderten Zugang und es hat keine Zeit. Wenn wir mal ein Beispiel aus der Praxis nehmen, sagen wir mal, es gibt Ausgrabungen hier in Wittstock,
aus dem 30-jährigen Krieg, ich möchte darüber berichten, ich möchte möglichst schnell Informationen, natürlich Wikipedia, Wittstock 1636, dann weiß ich aber, es gibt das Theatrum Europaeum, also die berühmte Monatsschrift aus dem 17. Jahrhundert. Ich will jetzt möglichst schnell ein Digitalisat, was ich sofort erreichen kann, weil ich keine Zeit habe, an die Stabi zu gehen, zu bestellen, 3 Tage zu warten. Und dann ist doch letztlich nur die Frage, welches Archiv, welche Nationalbibliothek, ist mir völlig egal, die kann in Tirana sein, hat es ins Netz gestellt. Wo gibt es eine Stichwortrecherche dazu, wie gut ist das Digitalisat? Und deswegen finde ich, gerade in so einem föderalen Dickichtstaat wie Deutschland, sollte man sich über die Aufgabenverteilung unterhalten. Dann geht es schnell, wie schnell kann es gehen, wie effizient kann es sein? Wenn man solche Rechte fragen, Die Öffentlichkeit setzt voraus, dass es die Fachleute klären, aber es muss schnell gehen und es muss möglichst vollständig sein. Ja, das ist ein Punkt, den ich auch schon ansprechen wollte. Ich glaube, das hat auch mit dem Bauchgefühl, dem schlechten von Frau Horstmann zu tun. Es ist eben nicht nur die Frage, kann ich einer Institution vertrauen, sondern warum kommt sie denn auf so komische Seiten? Weil dieser, ich nenne es immer Projektitis, überall existieren irgendwelche Projekte, die nebeneinander existieren, die teilweise nicht mehr voneinander wissen. Wir haben jetzt heute zig verschiedene Projekte zum Ersten Weltkrieg gehört, die teilweise vom selben Geldgeber finanziert werden, der aber gar nicht mehr weiß, was er teilweise tut. Also da müsste auch die Institution mal einen Weg finden, wie man Digitalisierung irgendwie mehr zusammenfließen lässt und dann auch besser recherchierbar machen lässt. Ich sammle jetzt noch einmal, bevor Frau Hagedorn-Saupe, die schon hin und her rutscht und antworten will. Das ist quasi auch ein Kommentar, der ganz nah in die Richtung geht. Zu sagen, die Verbreitung von Internetanschlüssen außerhalb der sogenannten westlichen Welt, die ist einfach wahnsinnig gering. Also ich habe übrigens letztes Jahr in Beirut geforscht. Ich kann einfach auf Online-Sammlungen von Archiven nicht zugreifen, weil ich die Bandbreite nicht habe. Und sozusagen der Nutzen für außereuropäische Welten könnte viel, viel geringer sein, als wir gerne annehmen, dass das sei. Einfach weil die Zugänge vielleicht noch nicht da sind, vielleicht aber auch nie da sein werden, weil da müssen wahnsinnige Investitionen getätigt werden, die im Notfall niemand bezahlt kann. Ja, ich wollte sagen, wegen dieser Vielfalt, genau aus diesem Grund und weil man nicht genau weiß, was ist, was wo ist, deshalb machen wir ja die Deutsche Digitale Bibliothek, damit man einen zentralen Einstiegspunkt hat, wo man diese Dinge gebündelt findet, dass also der Zugang erleichtert wird und zusammengeführt wird. Das ist ja genau ein Grund dafür. Na, das... Also das finde ich natürlich gut. Doch um jetzt nochmal auf die Projekte, die nicht scheitern können, zurückzukommen, wann kommt denn die Deutsche Digitale Bibliothek? Sie ist ja schon im Werden. Das haben Sie ja gestern schon gehört. Sie können sich auch vorstellen, dass es keine einfache Geschichte ist und dass es eine Zeit dauert. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres die nach und nach zugänglich machen werden. Ein exaktes Datum kann ich Ihnen heute nicht nennen. Das dauert noch ein bisschen, aber es ist auf gutem Wege, Herr Razum. Was würden Sie sagen? Dazu noch Fragen. Ich bin ganz überrascht. War diese Konferenz so erschöpfend, dass es keine Fragen mehr gibt? Oder sind einfach alle so müde, weil es schon so spät ist? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht darf ich noch mal sagen, wie machen wir denn jetzt weiter? Ne? Das ist natürlich ein Stichwort für mich, aber das ist inzwischen eigentlich das Stichwort für die Beendigung. Wenn es jetzt von Ihnen schon kommt, dann will ich das aber aufnehmen. Wir haben ja auf dieser Konferenz versucht, die verschiedenen Bereiche zusammenzuführen. Und ich denke, es hat ganz gut funktioniert, dass hier wirklich Konzepte miteinander verglichen wurden, aufgezeigt wurden und dass miteinander geredet wurde. Wikipedia, Google-Vertreter, Vertreter der traditionellen Institutionen. Und meine Bitte und meine Hoffnung ist, dass dieser Diskurs halt fortgesetzt wird, dass dieser Diskurs, dieses Reden miteinander statt übereinander fortgesetzt wird.
Ich denke, eine, und jetzt muss ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, ein Forum, das zu tun ist natürlich die Arbeitsgruppe Kulturelles Erbe im Internet und Gesellschaft Collaboratory. Da werden wir im nächsten Jahr weiter an dem Thema arbeiten. Aber ich denke auch, es sind hier so viele Projekte genannt worden, wo es konkrete Verbindungen gibt, damit wir das, was ich als letzten Punkt auf der Tagesordnung stehen habe, nämlich eine Digitalisierung von allen für alle, auch weiter voranzutreiben. Ich war sehr, sehr erfreut hier über das Angebot von Pavel Richter von Wikimedia, Wikimedia in Residence, in die Institutionen reinzugehen, dort Partnerschaften anzugehen, auszuloten, wo gibt es gemeinsame Interessen, wo kann man etwas gemeinsam vorantreiben. Ich kann jetzt nur für die Deutsche Kinemathek sagen, dass wir dieses Angebot aufgreifen werden, dass wir diese Zusammenarbeit suchen und dass wir dieses Angebot zur Zusammenarbeit aber nicht nur in Richtung Wikimedia, sondern eigentlich zu allen Richtungen geben. Und ich sehr hoffe, dass wir alle in dieser Vernetzung unterschiedlicher Aktivitäten in der Zugänglichmachung des kulturellen Erbes ein Stück weiterkommen. Ich denke, wenn uns das gelingen wird, dann ist diese Tagung nicht nur erfolgreich gewesen, sondern auch nachhaltig. Vielen Dank.